herzlich willkommen zur 20. Folge von Trains in World 2 zusammen mit Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Heute bringen wir diese Kesselwagen in das Chemiewerk nach Nünchritz. Deren Rangierer ist nicht verfügbar, sodass wir ihren eigenen mitbringen müssen, um die Tanks in das Werk zu rangieren. Achten Sie darauf, dass Sie beim Schleppen der Lokomotive die 70 km/h nicht überschreiten dürfen. Das sind 75 km/h, ist die Restriktion, um genau zu sein, aber ja. Und fährt irgendeine Hamsterbacke hier aus dem Betriebswerk raus, okay? Nee, wir haben heute einen Güterzugdienst tatsächlich anzunehmen. Ihr seht es schon, wir sind hier in einer 185. An sich kennt man die Lok tatsächlich schon als 146, mit der sind wir in der letzten Folge ja auf dem RE50 gefahren. Das ist auch schon ein paar Folgen davor auf der S1, hier auch auf der Dresden-Riesa. Na, wir haben eine RE50 nach Leipzig, denn wir stehen hier in Riesa im Güterbahnhof und haben vom Kollegen hier diesen Güterzug übernommen mit dieser 185, der MRCE, das ist das Güterverkehrsunternehmen, für das ich heute fahre. Und hinten dran hängen so ein paar leere Kesselwaggons, mit denen müssen wir erst in den Bahnhof von Weißig fahren. Dort müssen wir dann einmal umkuppeln, denn eigentlich würden wir da den Zug an den Rangierlokführer da abgeben von dem Chemiewerk in Nünchritz, was man über diesen Bahnhof in Weißig halt eben, darüber liegt das Anschlussgleis. Das Problem ist aber, die haben mich heute früh angerufen, dass der Rangierlokführer krank ist. Deswegen haben wir hier hinten unsere eigene Rangierlokomotive dranhängen. Und wir dürfen diese Kesselwagen auch noch selber rangieren. Das heißt, wir kuppeln die dann von unserer Lok ab, rangieren die in das Chemiewerk da in Nünchritz, stellen die dort ab, nehmen uns die vollen Kesselwagen, die ich wieder mitnehmen soll, bringen die wieder nach Weißig in den Bahnhof, kuppeln die an unsere Lok an und fahren dann wieder zurück hierher nach Riesa, wo es an den Kollegen dann abgeben, der die irgendwo anders dann hinbringt. Wo genau, das weiß ich nicht. Das hat man mir nicht gesagt, aber ja, das ist der Fahrplan für heute, Tobi. Ja, ich bin schon ausgestiegen. Das ist einiges, was wir vorhaben. So, ihr seht schon, das KS-Signal gibt uns hier auch Fahrt mit 40 km/h. Das heißt, Richtungswender einmal einschalten, Bremsen lösen. Dann können wir noch einmal SIPA und PZB anmachen. Die Signalleuchten sind schon auf Spitzensignale eingestellt. PZB ist schon im M-Modus. Und in diesem PZB-M-Modus könnten wir eigentlich 120 km/h fahren. Aber diese Lok hier hinten, die ist selber, glaube ich, nur für 40 km/h ausgelegt. Was eine Rangierlokomotive und Rangierarbeiten werden mit maximal 40 km/h durchgeführt. Aber wir haben die Anweisung erhalten, mit dieser Lok hinten im Schlepptau nicht schneller als 75 zu fahren. Also keineswegs schneller als 75 zu fahren. Das heißt, ich versuche mich so bei 70 einzupendeln. Das sollte unser heutiger Zielwert sein. Das wir auch ganz gut machen können, denn in der letzten Folge haben wir die AFB kennengelernt. AFB. Nicht kennengelernt, sondern entdeckt. Beziehungsweise so um eher, das stimmt. Das heißt auch, wir können heute mit der AFB fahren und können somit auch unsere 70 km/h perfekt halten, ne? Ohne Probleme. So. Wonderful. Die AFB ist auf 40 km/h gestellt. Und das heißt, wir können dann auch schon mal loslegen. Und da seht ihr also auch schon an einem Ort anhalten. Weißig Chemieindustrie Rangierbahnhof Ladegleis. Also in dem Bahnhof Weißig. Früher war das mal auch Personenhalt. Zugbeeinflussung. Es liegen da auch noch Bahnsteige. Heutzutage ist aber nur noch ein Betriebsbahnhof ohne Halte. Weil seitdem der Haltepunkt in Nünchritz aufgemacht hat, hat man die Personenanlagen im Bahnhof Weißig geschlossen, einfach weil Nünchritz halt eben direkt in Nünchritz drin liegt, während der Bahnhof Weißig da irgendwo so im Nirvana in der Nähe von Nünchritz halt eben liegt. So, und da seht ihr das auch, da fahren wir jetzt hier einmal in den Bahnhof von Riesa ein, durch den wir dann gleich durchfahren werden. Und dann geht es auf die Strecke, die wir bereits schon kennen, in Richtung Dresden. Jedoch nur bis Nünchritz heute. So, dann haben wir wieder den Wasserturm. Und jetzt sollte euch ungefähr wieder klar sein, wo wir uns denn aufhalten, ne?
So, ich kann auf 80 erhöhen, weil hier im Bahnhofsgelände von Risa sind 80 km/h erlaubt. Beziehungsweise, haha, 70. Wir dürfen heute ja nur 70 fahren. Sind dir die meisten Geschwindigkeitsbeschränkungen auch egal, ne? Wenn du eh nur so wenig fahren darfst. You know what I mean? Ja, das stimmt auch. Und da sehen wir es auch schon. Als Güterzug, darüber hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge oder so auch geredet, dass Güterzüge ja die Züge sind, die in der Eisenbahnhierarchie ja ganz unten stehen. Also das sind die ärmsten Schweine von allen. Ach, weil ich die AFB angeschaltet habe, bremst jetzt Maxim auf 0 direkt runter. Das will ich ja nicht. Macht nicht alles einfacher. Na, gegen das rote Signal anfahren dürfen wir nicht, aber wir sind ja nicht zum Stehen geblieben. Zum Stehen gekommen. Also alles super. Okay, gut, ich hätte die AFB auf den 70 km/h lassen sollen und nicht runterstellen sollen, weil deswegen stand die AFB auf 0 km/h. Das heißt, die AFB hat uns zusätzlich zur normalen Bremse und dann versucht unbedingt auf 0 km/h runterzubremsen. Deswegen konnte ich jetzt gerade gar nicht dagegen wirken. Gut, ich konnte auch ein bisschen Gas geben. Und ja, weil wir natürlich in der Hierarchie ganz, ganz unten stehen, dürfen wir jetzt auch direkt schon im ersten roten Signal warten, ne? Dass wir wieder Fahrt erhalten. Toll, nicht wahr? Ja, total. So, jetzt passen wir uns dann das rote Signal hier einmal ran. Ist es schon da vorne? Ne, ist noch ein Stückchen bis zum roten Signal. Ja, okay, dann rollen wir hier noch mit unseren 20 km/h so ein bisschen lang. Schneller will ich nicht werden, weil wenn jetzt gleich die 500-Hertz-Überwachung einsetzt, dann kriege ich eh eine Restriktion, dadurch, dass ich im eingeschränkten Modus bin, auf 25 km/h. Wenn ich jetzt schneller bin, dann heißt das automatisch nur für mich Zwangsbremsung. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen lasse ich es bei 20 km/h sein erstmal. So. Das ist immer noch ein bisschen Weg bis zum Signal. So. Jetzt ging die 1000-Hertz-Überwachungslampe aus. Das heißt, ich könnte mich jetzt aus der 1000-Hertz-Überwachung und dem eingeschränkten Modus befreien. Mache ich aber nicht, weil sollte jetzt die 500-Hertz-Überwachung einsetzen, weil das Signal noch immer rot ist, dann würde ich automatisch zwangsgebremst werden. Weil wenn man auf ein rotes Signal zufährt, dann darf man sich nicht befreien aus dem eingeschränkten Modus und aus der 1000-Hertz-Überwachung. So, jetzt geht es ganz schön bergabwärts. Lass ich bremse runter und da vorne sehen wir auch schon das rote Signal. Das heißt, so doch gleich im Moment die 500-Hertz-Überwachung einsetzen, ne? Und dann kann ich auch froh sein, dass ich nicht runtergebremst habe. Mich befreit habe oder beschleunigt habe. Ja, hier sehen wir auch schon einen Magnet, ne? Das wird wahrscheinlich der 500-Hertz-Magnet sein. Oder? Nee, war er nicht. Gut, der war auf der falschen Seite vom Gleis, ne? Der war ja eh auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sind die Magneten, die uns betreffen. Nö, hier liegt ja kein Magnet. Okay. Da haben wir uns bei TSW 2 mal wieder, also nicht bei Daft Day Games, vorne wieder mit Paul, haben vergessen, den 500-Hertz-Magneten hinzulegen. Passiert. Aber vorsichtig, vielleicht haben sie ihn eingebaut, aber nicht eingeblendet. Naja, selbst wenn, mir sollte nichts passieren, ich bin ja unter 20 km/h. Aber wie gesagt, mit dem Güterzug, da sind wir ganz langsam und ganz entspannt unterwegs da. Naja, ich roll mit Personen oder so. Rotes Signal zu. So. Dann stehen wir jetzt hier und warten einmal, bis wir weiterfahren dürfen. So, guck mal, da kommt ein Zug in die Gegenrichtung. Yay! Vielleicht wird der irgendwas mit unserem Signal zu tun haben. Keine Ahnung. Ah, Tatsache. Denn wir halten einen Gegengleisanzeiger. Denn die Leute im Stellwerk, die Fahrdienstleitung, hat beschlossen, dass wir eine Gegengleisfahrt unternehmen sollen. Und deswegen mussten wir jetzt auf den Zug im Gegengleis warten. Ergibt doch irgendwie Sinn. Ja, in der Zwischenzeit ist es auch angefangen zu regnen. Zugbeeinflussung. Weswegen ich da mal einen Scheibenwischer gemacht habe. Dann fahren wir los. Und wir haben hier eine Restriktion auf 60 km/h.
Oh, dann müssen wir so, sogar langsamer fahren, als wir dürfen. Ja, deshalb habe ich die AFB auf 60 stelle einmal. Wahrscheinlich, weil die Überleitweiche ins Gegengleis mit 60 km/h befahren werden darf. Ja, das kann sein, ja. Das will ich jetzt einfach mal tippen. So, das heißt, ich darf auch beim Beschleunigen und Bremsen jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Weil jetzt sind die Gleise nass, das heißt die auch rutschig und wir haben einen längeren Bremsweg, beziehungsweise unsere Räder schleudern auch schneller, wenn wir beschleunigen. Deswegen, und ja, jetzt geht's ja einmal rüber. So, dann geht's weiter mit 60 km/h. Erstmal bis zum nächsten Hauptsignal. Dann schauen wir mal, was es da uns anzeigt. Oder ob wir nochmal hier ein Geschwindigkeitsschildchen binden, auf dem eine 120 oder so vermerkt ist, was ja hier eigentlich Streckengeschwindigkeit ist. Aber selbst wenn, die 60 km ist auch nicht so schlimm, wir dürfen eh nur maximal 70 fahren, deswegen, ja. So, haben wir schon mal ein grünes Vorsignal für uns. Heißt, ich gehe schon mal auf die Streckengeschwindigkeit wieder hoch, beziehungsweise auf unsere 70 km/h, die erlaubt sind. Die 60 km/h Restriktion sollte da in dem Fall jetzt aufgehoben sein. Würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. So, jetzt aber auch nicht so krass für unsere Geschwindigkeit. Oh ja, als Gegengleisfahrt rauschen wir jetzt hier lang mit unserem Güterzug hier drin. Hier hinten sehen wir auch die Güterlok, bei der doch schon die Räder ordentlich arbeiten. Man sieht das, also die kleinen Räderchen, die drehen sich ja schon echt schnell. Und die Geschwindigkeit ist die halt echt nicht wirklich gemacht, aber ich glaube noch schneller, das würde einfach nur zu Schäden an der Lok führen. Deswegen auch die Anweisung vom Chef, dass wir nur 70 fahren dürfen mit der. Aber gut, solange das mit den Trassenkapazitäten und so klappt, beschwere ich mich auch nicht, ne? So, spätestens hier durch man ganz entspannt. Die 120, jetzt hat man gerade das 120er Schild, also auf unsere 60, ohne Zeitlimit. Unsere 70 hoch. Ja, Chef meinte halt, so schnell wie möglich halt eben, also so zeitnah wie möglich sollte man halt eben schaffen, dass wir da wieder in Riesa halt eben stehen. Wir müssen also die Trassenkapazitäten einhalten, die wir da zugesprochen bekommen haben von der DB Netz und dann heute Mittag um 12, gegen 12 will der Kollege dann den Zug dann da übernehmen. Bis dann sollten wir auf jeden Fall wieder in Riesa zurück sein. Also jetzt nicht vor noch 3 Stunden hier zu brauchen, ne? Auf dem Weg wieder nach Riesa zurück. Da hatte ich schon vor, längst Mittagspause zu machen. Plante Kaffeepause. Richtig. Ja. Gemütlich schuckeln wir jetzt hier über die zukünftige Schnellfahrstrecke. Hatte ich ja eine letzten Folge schon alles erklärt, wen das da interessiert, worauf ich da jetzt gerade anspiele oder wer sich für den Track interessiert, da habe ich letzte Folge so ein paar Sachen hier, vor allem zu dem Streckenzug auf dem Weg, auch heute in der Folge kaum einiges erzählt, was dann in Zukunft passieren soll, weil der sich ja aktuell gerade im Bau befindet, also sagt nur eingleisig befahrbar, weil das zweite Gleis jetzt gebaut wird und dann wird irgendwann geswitcht halt eben, aber ja, deswegen. Hast du was zu erzählen, Tobi? Weil wir dürfen uns noch 5 Kilometer lang mit diesen 70 km/h hier lang schuckeln. Das dauert noch ein paar Minütchen. Ja, zu tun nicht wirklich. Bisschen was zu erzählen, zu tun, wer will. Genau, wir haben nichts zu tun, aber ich habe was zu erzählen. Ja, so. Wir haben aktuell ein bisschen vorproduziert. Also wundert euch bitte nicht, wenn wir irgendwelche aktuellen Ereignisse halt nicht ganz mitverfolgen. Also gerade Mudrunner haben wir also halt insbesondere Mudrunner, ja. Haben wir halt einmal komplett aufgenommen oder sämtliche Montagsprojekte sind vorher aufgenommen. Ja, das jetzt wird jetzt auch Weile. In Zukunft stärker sein, einfach weil jetzt so Mai, Juni ist zumindest bei mir jetzt auch die Klausurenphase wieder. Deswegen sind wir jetzt gerade schon dabei, auch vor allem Montagsprojekte so ein bisschen aufzunehmen, dass ich da in der Zeit aus dem Schneider bin, dass wir da nicht mehr aufnehmen müssen, dass ich da mehr Zeit habe, mich darauf zu konzentrieren, weil jetzt, wo das zeitlich gerade noch so geht, da nutzen wir das einfach ein bisschen aus.
Es gibt auch noch mal ein anderes Ereignis auf unserem Kanal, was wir euch dann die nächsten Tage und Wochen irgendwann nochmal anteasern werden, weshalb wir auch ein bisschen vorproduzieren müssen, ja. Aber müssen nicht, wir wollen, um das nochmal zu betonen. Uns ist wohl bewusst, dass Schule wichtiger ist als YouTube. Ja. Aber wir wollen es schon irgendwie machen, das Event. Das ist schon nicht. Deswegen, was soll ich sagen? Ach genau, aber TSW 2, das wird nicht vorproduziert. Das schafft man auch nicht wirklich, weil die Aufnahmen da immer ein bisschen länger dauern. Und bei Matchrunner zum Beispiel bietet es sich so einfach an, am Stück eine Map halt eben mal aufzunehmen, während es hier bei TSW 2 sich halt eben mehr anbietet, das immer direkt live ein paar Tage bevor es rauskommt, das Video aufzunehmen. Weil das einfach entspannter ist, weil einfach so eine Aufnahme bei TSW 2 allgemein noch länger dauert, als zum Beispiel bei Matchrunner halt eben. Naja, also manchmal dauert dann, für 4 Folgen brauchen wir so viel wie für 2 TSW 2 Folgen. TSW 2, genau. Ja, so ungefähr ist der Durchschnitt. So, 3 Kilometer. Weil das sind dann immer noch so ein paar Fauxpas dazwischen, dass wir mal eine Folge irgendwie doppelt aufnehmen müssen oder so, weil vergessen aufzunehmen oder sonst was. Also bei TSW 2 sind schon generell die seltsamsten Dinge passiert, deshalb wir irgendwelche Sachen neu aufnehmen mussten. Oder eben einfach auch nur, wir waren überhaupt nicht im Aufnahmemut und haben irgendwelchen Scheiß gelabert. Und im Nachhinein war man dann so, nee, die Folge kann man sich selber nie mehr ansehen. Ja. Deswegen. Also wenn man halt schon so im Schnitt merkt, ne, okay, das ist halt echt langweilig, so würde ich das gerade nicht schneiden, würde ich einfach abschalten, so. Wenn man das halt schon so merkt, dann denkst du dir auch, ey, nee, lass dann mal. Will, dann wird das ja auch niemand von euch schauen, logischerweise, ne? Genau. Ich meine, wir haben ja sowieso nochmal eine extra Sicht sozusagen auf so bestimmte Ereignisse und das ist halt für uns immer ein bisschen spannender, was wir dann machen, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Aber, wenn wir halt dann halt schon merken, so, nee, lass mal, dann ist das auch nichts Gutes. Also da verpasst ihr auch keine guten, lustigen Dinge. Richtig. So, hier in meinem Buchfahrplan, wie ihr alle sehen könnt, da steht nämlich drin, dass ich jetzt gleich einmal runterbremsen muss auf 40 km/h für die Einfahrt in den Bahnhof Weißig, mit dem Vermerk, dass es auf der Strecke keinerlei Streckenausrüstung gibt, die mir das signalisiert. Deswegen stelle ich die AFB jetzt mal auf 40, aber hier, ihr könnt es alle lesen, da steht es genau. Ich soll auf 40 runterbremsen. Da steht gar nichts. Da steht da, Tobi. Kannst du nicht sehen. Nee, ist einfach so, hier die Weichen, um in den Bahnhof reinzukommen, die sind mit teilweise 60, teilweise 40 km/h nur zu befahren. Aber mir wird das nirgendwo signalisiert. Also alle Signale zeigen einfach nur freie Fahrt. Was erstmal, als ich das Szenario gestartet habe, da bin ich dann wirklich hier einmal reingerauscht. So, gelbes Signal, Halt erwarten. Beeinflussung. Haben wir jetzt bekommen. Ah gut, in einem Kilometer. Das rote Signal gibt doch Sinn. Wahrscheinlich ist dann einfach, dass wir jetzt einmal hier einfahren. Eigentlich hätte jetzt zu dem Signal auch dran angezeigt werden müssen, was unsere Geschwindigkeitsrestriktion ist, aber stand einfach nur dran gelb. Also Halt erwarten. Ohne jetzt einen Hauptsignalbegriff für uns zu zeigen. Das rote Signal wird dann wahrscheinlich das dann im Bahnhofsgleis sein. So, ihr seht jetzt hier, die Weiche ist zwischen mit 60 km/h befahrbar. Und jetzt die nächste Weiche ist dann noch mit 40 km/h befahrbar. Deswegen, ja, beim ersten Mal, als ich das Szenario gestartet habe, erstmal hier komplett durchgebrettert mit 70 km/h, weil so schnell konntest du gar nicht reagieren und runterbremsen. So, ja, haben wir es auch gerade gesehen. Das Weichenwärterhäusel, wo drauf stand, weiß ich bei Großenhain. So, dann geht's einmal hier auf das Gleis drauf. Dann einmal AFB ausschalten. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann können wir langsam einmal bremsen. Wir sehen auch irgendwelche anderen Güterwagen, die hier abgestellt sind. Da kam eine 500 Hertz Überwachung rein. Richtig, die kommt ja 250 Meter vor dem roten Signal. Deswegen. Und dann sollten wir auch da vorne vor dem roten Signal halten, ne? Und dann, hier drüben sieht man den Bahnsteig in Richtung Leipzig von Weißig. Und der in Richtung Dresden, der ist da hinten dann noch ein Stückchen weiter.
Aber wie ich vorhin meinte, hier gab es auch mal Personenverkehr bis 2002. Gut. Und jetzt. Spiel. Ah. Gute Arbeit. Kuppeln Sie die 185 ab und verwenden Sie die 363, um die Tankwagen ins Werk zu bringen und den nächsten Satzwagen abzuholen. Dann mit anderen Worten, die Bremse lassen wir mal so hier drinnen. Licht können wir ausmachen. Zugbeeinflussung. Richtungswender aus. Raus das Ding. Das können wir alles ausschalten. Ne? So, gut. Dann lassen wir die Lok hier einmal so stehen. Batterie lasse ich jetzt mal an. So, dann einmal raus aus der Lok. So. Und jetzt heißt es einmal hier dazwischen. Eigentlich müssen wir jetzt hier einmal drunter durchkrabbeln. Und dann seht ihr da hier die Schraubenkupplung. Also in sich ist das Ganze so, du hast hier so ein Ding, da hast du einen Haken und da wird das Ding eingehängt und dann gibt es so eine Schraube, mit der wird das Ganze festgedreht, sodass die Puffer hier aufeinander sind. Halt eben direkt und dann ist der Wagen fest montiert. So, und jetzt müssten wir eigentlich diese Schraube wieder loslösen, bis sie locker ist. Und dann müssten wir hier das Ding vom Haken entfernen und einmal hier runterfallen lassen. Oder wir machen das wie in TSW 2, aber dann können wir sogar hier auf die Stufe draufstellen. Da sieht man das sogar nochmal besser. Und zwar kann ich einfach hier klicken und ab ist die Kupplung. Bisschen einfacher als in der Realität, ne? Das ist ja auch kein Kupplungssimulator. Richtig. So, und jetzt dürfen wir einmal hier ans andere Ende vom Zug latschen, quer durch den Regen. Ah, Scheibenwischer habe ich jetzt gar nicht ausgemacht in der Lok. Egal, das kann ich dann später noch machen. Geht die Batterie doch leer. Was für eine Batterie? Ich habe eine Oberleitung. die ich leer zapfe. Was ist ja der Stromverbraucher? Ja. Einmal hier zwischen den Güterwagen quer durchlatschen. So. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal Bremsprobe machen. Also testen, ob auch alle Bremsen richtig funktionieren, aber so weit realistisch jetzt TSW 2 auch wieder nicht. Deswegen kann ich jetzt einfach so hier in meine Lok einsteigen. Die ist tatsächlich sogar übrigens dieselbetrieben. Und ihr seht, das ist ein bisschen rustikaler. Weil die ist, wenn ich das richtig gemerkt habe, ist die aus den Anfang der 70ern. Also ein bisschen anderes Semester. So, dann setzen wir uns mal Benzin-Generalschlüssel auf ein. Das ist der hier. Drücken Sie den Umschalter, das ist der hier. Stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts, das ist der hier. Stellen Sie die Bremse auf Lösung, machen wir noch nicht. Sondern ich gehe erstmal hier an diesen Kasten, den mache ich auf. Und dann muss ich ja mal suchen. Zack, da ist der PZB-Schalter. Das ist umgelegt. Das heißt, wir haben die PZB jetzt auch an. Und hier sind wir jetzt im PZB-U-Modus, also im unteren Modus. Das heißt, wir haben heute einfach mal einen PZB-M und einen PZB-U-Modus auch noch dabei. Das heißt, wir sind einmal in allen PZB-Modi gefahren in diesem Let's Play. Wow. So. Die stellen wir auf Lösen. Die stellen wir auch auf Lösen. So. Und jetzt dürfen wir nach Chemieindustrie Nebengleis fahren. Ihr seht schon, wenn ich die Bremsen gelöst habe, wir rollen. Ja. Problem ist, das Ding hat keinen Scheibenwischer. Wenn wir die Scheibe klar bekommen wollen, müssen wir das hier machen. Wir müssen diesen Hebel rumschieben. Sehen können wir jetzt hier aber trotzdem nichts, weil das hier gewischt wird, wo ich gar nicht hingucken will. Deswegen stelle ich mir den Scheibenwischer einfach mal auf so hier. Da habe ich eine freie Sicht dann. So frei, wie es halt eben sein kann. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Zu schnell will ich jetzt aber auch nicht fahren. Weil mit dieser Lok ist es besonders schwer zu bremsen in meinen Augen.
Also die Bremse ist eine Katastrophe für mich. Deswegen bin ich echt nicht gerne schneller als so 15, maximal 20 km/h unterwegs, auch wenn es auch noch bergab geht. Weil diese Bremse, das ist schwierig. So, und hier sehen wir das gerade ein bisschen verschwommen. Haben wir rote Lampe mit zwei weißen Punkten. Das heißt, wir haben ein Rangiersignal. Das heißt, als Rangierfahrt, was wir gerade sind, dürfen wir das rote Signal überfahren, während wir die PZB-Befehltaste gedrückt halten. Und wenn man die PZB-Befehltaste gedrückt hat, dann bedeutet das, dass man bis zum nächsten Hauptsignal nur noch 40 km/h fahren darf. Aber wir werden kein Hauptsignal mehr sehen, sondern wir biegen jetzt hier auf die nicht elektrifizierte Anschlussbahn ab. Ihr seht schon, also das war jetzt gerade eine harte Bremse, auf dieses volle Bremsleistung, was ich jetzt gerade drin hatte. Darauf zu lange darf man auch nicht sein, weil nach einigen Sekunden bereits wird so viel Bremskraft angelegt, weil wirklich direkt alles anlegt. Also die vorherigen Bremsstufen neutral und wie die heißen, die sind extrem schwach. Und dann hast du noch voll anlegen und da wird halt so volle Bremsleistung angelegt und dann schlittert deine Lok einfach nur noch und du kriegst keine Kontrolle mehr über die zurück. Das ist schlecht. Deswegen gehe ich aber ganz kurz auf dieses volle Bremsen wieder zurück, wenn ich ein bisschen langsamer werden möchte. Ein bisschen leiser. Man kann auch mal leiser werden mit einer Lok. So, weil ich muss ja auch relativ gut bremsen, weil hier sind überall Weichen oder sofort, wo ich dann teilweise auch die Richtung ändern muss oder sofort beim Rangieren. Deswegen darf nicht zu weit rollen, weil ansonsten kann es tatsächlich im schlimmsten Fall auch zur Begegnung mit dem Felber kommen. So, ich weiß nicht, wie gut man das gesehen hat gerade eben. Ich kann auch mal kurz rausgehen. Wir haben so schwarze Dinger und so einen gelben Hebel dran. Und an diesen Weichen. Und das zeigt uns, dass das Weichen sind, die manuell gestellt werden müssen. Das heißt, theoretisch müsste man jetzt vor jeder Weiche stehen bleiben, aussteigen und die Weiche richtig stellen. Zu überprüfen, ob die richtig gestellt ist. Also wenn man im freien Spiel unterwegs ist, muss man sich tatsächlich auch alle Bremsen selber stellen. Hier im Szenario werden aber alle Weichen automatisch vorgestellt. Und wir sind viel zu schnell für meine Verhältnisse. So, Netze schlittern wir. So, ich versuche die Bremsen zu lösen. Entweder der Zug fängt sich wieder oder wir kommen jetzt zum Stehen. Und ich darf nochmal neu anfahren. Aber wir kommen wahrscheinlich zum Stehen. Da, 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 da. Deswegen, ihr seht, also wenn man die Bremse ein bisschen zu lange zu stark angelegt hat, dann ist alles vorbei. Und hier von der Steuerung hat das so was ähnliches wie dem W612, weil das ist eben auch eine Diesellokomotive. Und jetzt Diesellokomotiven, die steuern sich halt eben so. Also du wirst mit der direkten Bremse bremsen, das ist auch keine Alternative. Das ist, nee. Also mit der direkten Bremse umgehen, das ist eine andere Leistung. Das haben wir auch gesehen in der Folge, wo wir da diese Bremsprobleme hatten auf der S3 von Dresden, also als wir da von Tharandt nach Dresden wieder zurückgefahren sind. Da habe ich mit der direkten Bremse ja auch, das war ja auch ein ganz anderes Bremsen. An einigen Stationen, vor allem wenn ich zu schnell war in meiner Verhältnisse. Das andere Bremsen. Mhm. So. Lass dir jetzt auch mal rollen. Wir haben sie gerade eben. So, hier ist irgendein Übergang. Hier können nämlich Autos über die Gleise fahren. Können wir vielleicht mal angewöhnen, dass ich vor den Übergängen mal kurz hupe. Auf jeden Fall, dass jemand über die Gleise drüber fahren möchte. Hier sich erschrickt, dass da plötzlich ein Zug mit 12 km/h angeschlichen kommt. Gut, gut. So, mal Warnton. Dann kann ich direkt davor nochmal pfeifen. Also, Pfeiftafeln stehen hier natürlich keine. Es gibt tatsächlich so kleine Täfelchen. Ja, es gibt tatsächlich so kleine Täfelchen mit einem P drauf. Und die markieren Orte, an denen man pfeifen muss, zum Beispiel wenn man auf einer Nebenbahnstrecke unterwegs ist und man sich einem unbeschrankten Bahnübergang nähert, weil vor dem muss zweimal gepfiffen werden, zum Beispiel. Wieder was gelernt.
Und jetzt dürfen wir einmal die Kesselwagen abkoppeln. Upp, runter. So, einmal hier wieder raufsteigen. So, und hier haben wir, hier ist die Kupplung ein bisschen anders. Hier haben wir so ein gelbes Kuppeldingens da. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall dürfen wir das jetzt lösen. Beziehungsweise ich weiß schon, wie das gelbe Ding funktioniert. Ich weiß nur nicht genaueres dazu, weil das ist, glaube ich, auch nur noch im Rangierdienst irgendwie geläufig. Also mit dem fährt man jetzt nicht mehr wirklich auf der Strecke oder so, mit diesem Kupplungstyp. Wie das funktioniert, werden wir gleich noch sehen, wenn wir dann ankoppeln, die anderen Kesselwagen. Aber, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das wirklich genau funktioniert, nur ungefähr, wie es funktioniert, deswegen. So, und jetzt dürfen wir einmal hier vorfahren bis zum Prellbock, wo wir dann hier auf das andere Gleis rüberfahren und über das einmal wieder zurückfahren und uns dann die nächsten Waggons holen. Weil wir würden jetzt auf dem Gleis wieder zurückfahren und würden wir wieder unsere leeren Waggons anhängen, aber die wollen wir ja nicht. So, ich glaube, es hat aufgehört zu regnen jetzt so. Das ist doch so eine ganz andere Situation hier, ne? Also, wie, als, weil wir jetzt uns hier rumfahren, das ist so eine ganz andere Umgebung. Ich glaube, du kannst auch nochmal Scheibenwischen machen, wenn es ja jetzt aufgehört hat. Dann hast du wieder klare Sicht. Au! Das tat im Rücken weh. Das war der Prellbock. Ja. Ich weiß bei deinen Aua-Sachen immer nicht, ob du dir wirklich wehgetan hast. Im realen Leben oder ob du wieder irgendwas spielst. Wir sind gerade mit 12 km/h gegen diesen Prellbock gedunkt. Was nichts daran ändert, dass du das sehr akkurat nachgespielt hast. Ja, übrigens ganz wichtig, wenn ihr aus dieser Lok aussteigen wollt, bietet immer die Bremse an. Ich rede aus Erfahrung. Es kann vielleicht schon ein oder zweimal passiert sein, dass ich aus der Lok aussteigen wollte, um was nachzusehen, ich die Bremse nicht ganz angezogen hatte und die dann plötzlich mir weggelaufen ist und ich dann wieder so hinterher gerannt bin und sie nicht mehr eingefangen habe. Ja. Also, übrigens, diese Kupplung, die funktioniert so ähnlich, nur ohne Schrauben und dass die hier, beziehungsweise, warte mal, anschaue. Ah, okay. Sieht ein bisschen so aus, als könnte die auch automatisch funktionieren, oder? Richtig. Wenn die aneinander fahren, dann verklickern die sich automatisch hier so drinne. Also das ist keine Schraubkupplung, sondern eine andere Kupplung, die auch irgendwie mit Druckluft funktioniert. Ihr hört es ja, wenn ich die klappe und es ist auch irgendwie Druckluftkabel. Deswegen, wie geläufig dieser Kupplungstyp ist, weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Ich dachte erst, es wäre ein anderer Kupplungstyp. Aber nee. Stimmt, das ist das ja. Da hatte ich falsch gedacht, aber also wenn ihr da genaueres wisst, wie das vorkommt heutzutage noch und sofort, schreibt es in die Kommentare, aber ja, damit kann man dann an den Güterwagen andocken und wenn man da ranfährt, so vorsichtig, dann hört man auch, dass es plötzlich so Klack macht und die dann automatisch aneinander gekoppelt sind. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. So, die können wir jetzt aber, während wir hier fahren, einmal nach oben klappen, die Kupplung nämlich. Das war, was ich eigentlich machen wollte. Und mich einmal erkundigen, ob die Lok noch ganz ist vorne. Junge, Junge, Junge. So. So, in die Richtung geht's nicht weiter. Das heißt, wir legen einmal den Richtungswender auf rückwärts. So, und jetzt dürfen wir einmal hier so die Beine links und rechts in die Lehne machen und so rumsetzen. Jetzt dürfen wir so rumfahren. Yay. Nur vor die Bremse lösen, wenn man losfahren möchte. So, einmal PZB Startmodus wieder rausnehmen.
So, 15 können wir schon hochgehen, würde ich behaupten wollen. So, jetzt müssen wir nämlich einmal hier das andere Ende der Rangiergruppe fahren, damit wir dann die Kesselwagen rannehmen können, weil wir sollten natürlich schon von vorne rannehmen, bis wir die dann auch ziehen können, die Kesselwagen, und nicht hier irgendwie schieben müssen. Weil, ne? Logisch. So, und die Kesselwagen hier vorne, die werden es wahrscheinlich sein, die wir dann ankuppeln, weil viel mehr stehen hier ja nicht. So halt meine Logik, ne? Aber wir müssen jetzt auch mal auf die andere Seite rüberfahren, weil sonst, wenn wir jetzt hier ankuppeln würden, dann würden wir die ja schieben und würden gar nicht sehen, wohin wir fahren. Deswegen, das ist ein bisschen suboptimal. Deswegen fahren wir jetzt erstmal hier einmal rüber und dann koppeln wir die an. So, aber jetzt sieht man auch wieder was, weil die Sonne wieder scheint. Oh, das ist ein kleiner Nieselregen, also irgendwie so zwischendurch. Wahrscheinlich gerade wie in der Realität April, ne? Video kommt ja am 2. April raus. Oder? Hm. Doch, ja. Heute ist der 31. Ja. Also heute ist Samstag. Genau, weil wir nehmen am Donnerstag immer auf, deswegen. Ja. Weil wir über den Dings drüber gefahren, da können wir mal kurz pfeifen. So, und dann sollen wir hier wahrscheinlich noch vor der Weiche zum Stehen kommen, wenn ich jetzt behaupten wollen. Ah, da rollen wir. Da. Schleifen wir. Na, komm zum Stehen. Gut. Das hat er jetzt nicht ganz so akzeptiert. Jetzt sind wir 21 Meter zu weit gerollt. Da meckert das Spiel jetzt einmal kurz rum. Aber das ist nicht schlimm. Dann mache ich das mal noch vorwärts stellen. Bremse auf lösen. Dann ganz langsam an dem Punkt, an dem wir tatsächlich halten sollen, ranfahren. Und da auch zum Stehen kommen. So, jetzt wurde auch die Weiche gestellt für uns, richtig? Und dann können wir uns auch ranfahren. Aber vorsichtig, das würde ich nur mit so 10 km/h machen, weil ich will jetzt nicht, genauso wie ich gegen den Präbock gerammt bin, hier gegen die Kesselwagen rammen, weil da sind irgendwelche Flüssigchemikalien drin und ich will nicht, dass das Ding, dass die gesamte Firma hier in Explosion aufgeht. Das wäre schlecht. Ne, weil ich weiß jetzt nicht, wie explosiv das Zeug jetzt gegebenenfalls sein könnte. Moment. Das war die Notbremse, die wollte ich jetzt nicht einlegen. Ich habe nicht was vergessen. Weil es ein bisschen blöd geworden wäre. Weil ich sollte auf der Seite jetzt noch die Kupplung vielleicht ausklappen. Ansonsten knallen wir nur gegen den Wagen, aber kuppeln den nicht an. So, und hier haben wir auch wieder diese Kupplung. Und wenn wir jetzt einmal hier hingehen, dann haben wir hier auch so einen. Dann haben wir hier das Ding zum Einhaken wieder. Und anscheinend, wenn das hier gegen den Haken gegen geht oder so, dieses gelbe Ding, wenn es hier gegen diesen Haken geht, der hier auch noch ist, dann kuppelt dieser Haken da ein und dadurch sind die automatisch angekoppelt. Dann müsste man nur noch hier so diese Verbindungsstange machen, wo da Leitung, das ist hier, Quack, das ist Druckluftleitung, okay, das ist keine Stange, das ist die Druckluftleitung, das sind hier noch ankoppelt, dass hier halt eben die Bremsen auch miteinander verbunden sind, weil das sind ja alles Druckluftbremsen, ne? Und die sollten natürlich mit der Lok verbunden sein, ne? Damit die Wagen auch mitbremsen können, weil wenn nur die Lok bremst, das ist, nennen wir mal ein bisschen schwach. Die Wagen sollen ja auch wissen, wann sie mitbremsen sollen. Und daher muss dann noch die Bremsleitung dran gemacht werden und dann müssen wir natürlich eine Bremsprobe durchführen, um zu schauen, ob denn auch die Bremse ordnungsgemäß funktioniert und auch tatsächlich bei allen von diesen Güterwagen auch die Bremse angelegt wird. Und auch wieder gelöst wird am Ende. Ja, das war jetzt nicht das die feine Manier beim Rangieren, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Aber es war in Ordnung. Also,
es war jetzt nicht gerade wieder so Nackenschmerzen, Wirbelsäule wie gerade eben. Das Ganze. So. Einmal hupen. Dann können wir auch losfahren. Oh Gott, sind die schwer. Gemerkt, ich hatte gerade 33% Leistung und der wollte nicht losfahren, der Zug, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, also die sind schon ganz schön schwer, jetzt diese Waggons. Aber das ist so eine kleine Lok und die muss ja richtig Kraft auch haben, damit sie diese Dinger da überhaupt bewegen kann. Weil wir wissen gar nicht, wie viele Tanks wir jetzt haben. Das ist jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volle von diesen Chemiewaggons haben wir hier. Deswegen, es ist schon einiges an Last, die wir hier am Haken hängen haben. Am Haken hängen haben, das ist irgendwie so eine Bezeichnung, die würde ich nicht mit Zügen verbinden. Wir haben die doch eigentlich direkt am Haken hängen. Das ist eine. Haben doch eingehakt. Ja, aber meist am Haken, da denke ich irgendwie nicht an Züge. Aber wir haben uns gerade eingehakt, ja, also. Ja, weiß ich nicht. So. Ich finde, könnte schon ein bisschen jetzt hochgehen. So. Man kam hart, weil wir jetzt, guck mal, wir haben 2% Steigung, also. Ich will jetzt nicht hier rückwärts runterrollen, deswegen gehe ich mal ein bisschen extra Gas. Und 40 dürfen wir ja maximal sogar fahren, also nur 40 traue ich mir auf keinen Fall mit der Lok. Das endet wahrscheinlich dann darin, dass wir da übers rote Signal drüber wegrollen oder sowas dann am Bahnhof. Und das will ich jetzt auch nicht, weil so eine 200 Hertz Zwangsbremsung durch Überfahren des roten Signals, das will ich jetzt auch nicht gerade der Fahrdienstleitung erklären, wie man das geschafft hat. Deswegen. So, guck mal, ich gebe volle Leistung und wir werden nicht schnell, wir werden eher sogar langsamer gerade. Weil wir waren schon mal auf 20, sind auf 90. Ist ja auch keine Güterlok, sondern eine Rangierlok. Ja, aber die muss das jetzt trotzdem schaffen, diese schweren Güterwagen hier lang zu ziehen. Aber hört ja auch, wie laut dieser Motor heult. Und dieser alten Güterlok. Ja, Rangierlok. So, hier haben wir auch wieder einen Übergang. Wenn auch keine Pfeiftafel, pfeife ich trotzdem. So, und da haben wir hier jetzt wieder den Bahnhof. Und hier haben wir ein... ich kann gar nicht weiter reinzoomen. Hier haben wir aber ein Rangiersignal. Da sieht das, die zwei weißen Punkte in dieser Schräge. Zwei weißen Lichtpunkte. Das heißt, wir dürfen hier reinfahren als Rangierfahrt. Also diesbezüglich alles super. So, jetzt hört ja auch die Steigung auf. Das heißt, ich kann die Leistung rausnehmen. Kurz auch noch langsamer natürlich, weil die Waggons hinten noch immer auf der Steigung sind. Aber wir müssen jetzt hier auch nicht mit 25 oder so lang schießen. Das reicht ja auch, wenn wir so viel fahren. Aber jetzt sind sie ganz schön schwer schon. So, einmal hier reinrollen. Da hinten sehen wir auch das rote Signal dann schon. So, und anscheinend war der Kollege, war gerade irgendwie ein Kollege da oder so. Oder waren die nett und haben mir mal ihn vorbeigeschickt, weil unsere Lok stand ja eigentlich hier auf dem Gleis. Und die haben jetzt einfach hier umgesetzt. Sie sitzt auch, die hat auch jetzt hier vorne die Zugspitzenleuchte. Ja, wenn ich schon für die rangieren musste, dann haben sie wenigstens ja einen hergeschafft, der mir schon in meine Lok gekapert hat und die hier auf das andere Gleis umgesetzt hat. Zu freundlich. Weil die müssen wir jetzt ja auch umsetzen, ne? Weil die müssen jetzt ja an die Vorderfront des Zuges dran, also an die andere Seite dran. Weil wir wollen ja nicht mit dieser Rangierlok den Zug jetzt bis nach Riesa fahren. Um Gottes Willen. Das heißt, der kommt jetzt wieder einfach wieder hier hinten dran. Die lassen wir jetzt hier hinten dann stehen. Das wird das Ende vom Zug, wo wir jetzt gerade drin sind. Und dann nehmen wir die Lok, fahren die einmal vor und rangieren die da auch wieder dran an den Zug hier, sodass wir dann mit der dann wieder Richtung Riesa fahren können. Ein Stück sollte man noch fahren. Also jetzt, das ist schon ein bisschen viel Reibung, die wir haben. Da haben wir wieder einen Regionalexpress nach Leipzig. Der hier immer vorbei. Sehen wir mal die andere Perspektive, ne? Ja.
Na komm, aber. Also die sind, man merkt schon, die sind ganz schön schwer, weil. Also wir sind schon echt träge, also. Da. Wir hören schon recht schnell auf zu rollen wieder. Gut, jetzt geht's auch wieder ein leichtes bisschen bergauf. Ganz kurz ein bisschen schärfer gebremst. So, jetzt lasse ich mal ausrollen. Und wenn wir stehen und das Spiel auch sagt, das ist in Ordnung. Nö, das Spiel möchte, dass wir noch weiter ranfahren. Das ist heute echt kleinlich in diesem Szenario, das Spiel. Das heißt, wir müssen doch mal unerlaubterweise gegen das rote Signal anfahren, das mit voller Leistung auch noch. Jetzt geht das. So. Noch ein Stückchen das rote Signal ranfahren. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt akzeptiert ihr die 8 Meter immer noch nicht. Was hat denn das Spiel heute für eine Kleinigkeit, Tobi? Wie nah soll ich... Ich meine, bei Rangieren muss schon ziemlich genau sein. Wie nah soll ich denn jetzt noch an das rote Signal hier ranfahren? Das hat er jetzt aber akzeptiert. Sehr schön. Dann einmal so. Generalschlüssel ausschalten. Umschalter können wir noch ausmachen. Und einmal Klappe auf und PCB nochmal ausschalten. So, die Bremse ist auf neutrale Position. Beziehungsweise, ne, ich lasse ihn auf neutrale Position. So, der Zug rollt auch nicht, das ist sehr gut. Warte, ich muss hier erst draufsteigen. So, Tür zumachen und dann dabei raussteigen. Das klappt jetzt nicht. So, hier die Kupplung ist hochgeklappt, das ist super. Dann können wir einmal hier drüben einsteigen. Und die Lok, die uns der Kollege schon vorbereitet hat, einmal hinsetzen. So, einmal vorwärts in Richtungswender. Jetzt regnet es schon wieder wie aus Strömen. Ach, das kannst du doch nicht glauben. So. Immerhin hast du wieder einen automatischen Scheibenwischer. Zugbeeinflussung. So. Und jetzt haben wir hier ein grünes Signal. Das heißt, wir dürfen einmal hier rausfahren jetzt hier aus dem Bahnhof. Dann stellen wir uns da hier vor dem Bahnhof auf die freie Strecke. Und dann müssen wir hier einmal rückwärts wieder reinrangieren. Das Problem ist dann nur, wir müssen dann rückwärts fahren und haben auch kein Einfahrsignal dann hier in dem Bahnhof. Das heißt, diese Fahrt dann, wenn wir da rückwärts in hier reinfahren, das müssen wir dann einmal mit der Fahrdienstleitung abklären, ob wir dann noch fahren dürfen, ob denn alles frei ist. Weil die uns da keine Signale für stellen könnten. Und selbst wenn, also in die Richtung sehe ich recht wenig Signale, ne? Deswegen, ja. Kannst du die SIFA bestätigen? Ah, guck mal, hier ist sogar eine Pfeiftafel. Da.
mit einem Doppel-P, das heißt für zweimal Pfeifen vor dem Bahnübergang da vorne, der unbeschrankt ist. Doch, Tatsache, da gibt es eine Pfeiftafel, die habe ich nur übersehen, als sie reingefahren sind. Das ist ja schön. Also, könnt ihr euch direkt merken, wenn das sollte das Szenario auch spielen, dann denkt daran, dass ihr darauf achtet, hier gibt es Pfeiftafeln, dass ihr an denen auch pfeift. Damit die Leute, die über diesen Bahnübergang da drüber laufen oder drüber fahren wollen, dass die auch erkennen, dass da ein Zug kommt. Beziehungsweise tun sie sich mal zum visuellen ein. Ja. Akustische Warnung haben. Richtig. Und je nachdem, wie schnell man auf der Strecke fahren darf, muss er dem auch so und so weit vor dem Bahnübergang halt eben dann gepfiffen werden. Aber das erkennt man eben immer an diesen Pfeiftafeln. Die, also so ein Doppel-P bedeutet eben einfach doppelt pfeifen. Einmal im Schild pfeifen und dann nochmal kurz vor dem Bahnübergang pfeifen. Und ich weiß gar nicht, ob es die auch mit nur einem einfachen P gibt, aber ein einfaches P würde dann bedeuten, einfach nur an dieser Stelle, wo das Schild ist, halt eben pfeifen. Das ist zumindest meine Erkenntnis. Soll ich natürlich Quatsch labern, dann geht wie immer, korrigiert mich. Auch wenn ich natürlich versuche, möglichst das Richtige zu erzählen. So, und wir wissen, das Spiel ist heute kleinlich, das heißt, ich achte jetzt perfekt darauf, da zu halten, wo es das Spiel möchte. So, erfragen Sie Zugang, um den Zug anzukuppeln. Das ist genau das, was wir machen müssen. Das heißt, gehen wir einmal hier unten auf unser Funkgerät. Und wir dürfen fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit, also maximal 40 km/h. Richtungswender auf rückwärts stellen. Wir geraten dadurch automatisch in einen 1000 Hertz Modus. So. Und dürfen jetzt einmal fahren. Und in der Realität hätten wir jetzt eigentlich noch so einen Rangierführer oder so, der uns dann der uns einweisen würde, der dann sagen würde, ja, du kannst doch, beziehungsweise würden wir selber hier aus dem Fenster rausschauen. Immer. Genau, das sollten wir auch machen können. Wir schauen ja immer selber aus dem Fenster raus, dass wir auch sehen, wie das funktioniert. Also, eigentlich würde man hier am Fenster stehen, das kann ich auch machen, ne? Dafür gibt es ja auch extra den SIPA-Tasten, den Ort dann hier. Und die ganze PZB-Taste an der Seite da, dass man hier in dieser Rangierstelle ist und da auch PZB und so betätigen kann. Jedoch, wenn man in TSW 2 hier an der Seite steht, wenn man da rausschaut, dann kann man die auch nochmal nicht bedienen, diese Tasten, ne? Und damit kann man auch nicht fahren, weil dann eben die SIPA ihn anguckt, dass er die SIPA nicht gedrückt hat. Deswegen mache ich das einfach hier so mit dieser Kamera, die aus der Seite rausschaut, weil es gibt auch noch so eine extra Kameraperspektive einfach. Und mit der ist es dann gleich. Lange brauchen heute, deswegen gehe ich auch noch hoch. Auf die erlaubten 40 km/h. Also sonst brauchen wir heute noch Ewigkeiten, ne, Tobi? Ja, wir sind schon recht langsam unterwegs, ne? Ja. Aber wenn wir nicht in der Realität, würde es ja noch viel länger dauern, weil ich müsste dann ja jedes Mal, wenn ich da an- oder abkoppel irgendwelche Wagen, also vorhin, als ich angekoppelt habe zum Beispiel, mit der Rangierlok, aber auch jetzt, wo ich die jetzt auch mit der Lok hier ankopple, müsste ich dann jedes Mal erst einmal die Bremsen voll anlegen, dann müsste ich zu jedem Wagen gehen, prüfen, ob die Bremse auch angelegt ist. Das kann man rausbekommen, indem man dagegen das Rad schlägt. Und je nachdem, ob die Bremse angezogen ist oder nicht, gibt das Rad halt eben, wenn man dagegen schlägt, einen anderen Ton ab. Also einen Ton in einer anderen Frequenz. Halt eben. Und dann müsste ich eben daran erkennen, ob halt eben da die Bremsen angezogen sind. Dann müsste ich die Bremsen wieder vollkommen ständig lösen, ne? Warten, bis die gelöst sind. Und dann müsste ich eben auch überall nochmal prüfen, ne? Ob die Bremse denn auch wirklich raus ist. Und der Zug nicht noch weiter bremst, weil sonst habe ich am Ende irgendwo eine Bremse, die angezogen ist, und dann eine heiß laufende Bremsscheibe. Und irgendwann kriege ich dann einen Anruf, übrigens, bleiben Sie bitte stehen am nächsten roten Signal, Ihr Zug brennt. Und so wurde mitgeteilt, Ihr Zug brennt. Ja, das wäre unschön. Und solche Bremsproben sind halt eben auch verdammt wichtig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich glaube, du hast gerade ein bisschen lauter.
Ja, ich habe gerade ein bisschen lauter geredet, weil es ja beim Spiel ein bisschen laut gerade ist. Ja klar, aber ich weiß nicht, wie das so vom Pegel ist. So, ich bin jetzt hier gerade mit ein bisschen zu viel Geschwindigkeit gegen den Zug gefahren. So, das Problem ist aber, hier habe ich jetzt nicht so eine Kupplung, die automatisch ankuppelt, sondern ich muss jetzt hier wirklich direkt ranfahren. Ich muss nochmal neu. Ich muss jetzt direkt ranfahren und wenn ich dagegen gedonkt bin, muss ich sofort bremsen. Weil ich das dann ankuppeln muss, die Züge. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt sind wir hier drinnen einmal. So, jetzt habe ich es auch geschafft, dass ich hier auch direkt daran halte. So, dann einmal ankuppeln, das Ganze. So, und jetzt würde eigentlich die Bremsprobe folgen. Das heißt, Bremsen anziehen und dann hier gegen jedes einzelne Rad einmal gegenschlagen. Ob das denn auch angezogen ist, das Ganze. Dann Bremsen lösen, wieder gegenschlagen, ob die Bremsen noch überall lose sind. Und dann könnte ich das weiterfahren. Das würde ein bisschen Zeit dauern. Also wirklich... Also gut, Güterzug ist einiges anders, auch die Aufgabe als Personenzug zu fahren. So, jetzt haben wir da vorne ein Signal. Ich kann nicht genau erkennen, was es uns zeigt, aber auf jeden Fall, dass wir fahren dürfen. So, ihr hört auch die Druckluft, wie der strömt. Also das dauert ein bisschen länger als bei so einem Personenzug. Das Rausströmen der Druckluft, dass die Bremsen sich lösen. Ne? In der Realität würde es sogar noch länger dauern als hier im Spiel. Also im Spiel geht das schon recht langsam, recht schnell. Aber ja. Gut, dann können wir losfahren jetzt tatsächlich. Yay. Man denkt immer, hier in TSW 2, das ist die schnelle Variante, die umgesetzt wurde. Deswegen Güterzug-Lokführer seitdem auch was super sehr Spannendes, wo man auch einen sehr, sehr interessanten Job hat, wo man sehr, sehr viel zu tun hat. Von halt eben Züge zusammenstellen, über halt eben dann auch lange Distanzen fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Du bist immer so ein bisschen das A-Loch, was in jedem roten Signal warten muss, wenn irgendein anderer Zug Verspätung hat. Wodurch du deine eigene Verspätung natürlich reinbekommst, weil auch als Güterzug hat man natürlich seinen Zeitplan, den man einhalten sollte, weil die Kunden erwarten ja die Ladung auch zum speziellen Zeitpunkt. So, 40 km/h haben wir jetzt hier angekündigt bekommen. Die habe ich auch schon in der AfD eingestellt, deswegen. Aber Güterzug-Lokführer ist auch ein spannender Job, aber wahrscheinlich auch nicht das für mich. Ich bin da eher für den Personenverkehr geeignet. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da jeden Tag dann da dastehen möchte und dann da die Schraubenkupplung festdreht und so fort. Da bin ich, glaube ich, nicht entspannt. Ja. Nee, das muss auch nicht jeder. Nö. Das aber ich meine, es hat ja jeder andere Vorlieben. Richtig. Vielleicht sieht das anders aus. Und Lokführer werden im Personenverkehr genauso gebraucht wie im Güterverkehr. Also, das nimmt sich jetzt auch nicht so viel. So. Jetzt mal raus aus dem weichen Bereich. Das heißt, wir können für unsere 70 km/h wieder fahren dürfen. Einmal beschleunigen. So, und jetzt mal wieder mal auf dem richtigen Gleis und nicht wie hinzulos auf dem Gegengleis. Was auch immer sich die Fahrzeitung damit dieser Gegengleis verdachte, aber die werden schon irgendeinen Plan gehabt haben. Das denke ich mir dann noch. Vielleicht gibt es da irgendein kaputtes Gleis. Ja, oder eine, der erschienen ist. Oder die fanden es irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise sinnvoll, wie auch immer. Keine Ahnung, das hat mich aber auch nicht anzugehen, ne? Hauptsache meine Signale sind gut gestellt und ich kann vorne meinen Zeitplan halbwegs einhalten, ne? Deswegen. Auch wenn ich euch sagen kann, dass ich jetzt auf jeden Fall schon zu spät bin, weil Szenariobeginn war um 9 Uhr und vom Spiel war die Szenariolänge von 60 Minuten vorgegeben. Und genau eine Stunde nach Szenariobeginn sind wir gerade mit dem mit der Rangierlok in den Bahnhof eingefahren. Also wenn man denkt, dass die Regel-Szenario-Länge hier eine Stunde dauert, klar brauche ich ein bisschen länger, weil ich mit euch schnacke halt eben noch und das Ganze auch ein bisschen ruhiger und entspannter deswegen angehe, weil ich hier beim Rangieren nicht alles verkacken möchte. Weil das ist echt schwierig für mich, dieses Rangieren persönlich. Anderen Leuten fällt das vielleicht wieder leichter, aber dafür das perfekte Bremsen mit dem Zug, was mir, wenn ich jetzt nicht mit euch rede die ganze Zeit, sondern wenn ich alleine bin, dann doch eher echt gut
funktioniert zum Beispiel, aber ja, deswegen, da gibt es Leute, die fällt das eine schwer, die anderen fällt das andere schwerer und wir dieses mit der Rangier doch gefahren, weil also mit der werde ich überhaupt gar nicht warm tatsächlich. Aber ja, deswegen, wenn man überlegt in der Realität, da macht die ganzen Bremsproben und so dazu, also da kommt es schon wahrscheinlich schon noch das Doppelte der Zeit für diese Szenario jetzt. Wobei du ja da eigentlich dann auch bist mit, du stellst den Zug zusammen, fährst den halt eben irgendwo hin und gibst ihn halt eben ab und dann hast du Feierabend. Oder wenn es eine längere Fahrt ist, dann irgendwo ein Kollege übernimmt und der deinen Zug dann zu Ende fährt und dann da den abgibt oder so. Aber in der Regel machst du es eher weniger mit, du bekommst irgendwo den Zug, fährst den ein paar Kilometer, darfst dann da abkoppeln, rangieren und dann Zug neu zusammenstellen und dann wieder ein paar Kilometer zu den Güterwagen zurückfahren. Das ist in der Regel eigentlich nicht so. Oder wenn du irgendwelche Güterzüge hast, wenn du nur so in der Region fährst, gibt es teilweise auch welche, die einfach nur so, keine Ahnung, für eine Stadt die andere Stadt fahren, dass du eben dann hier einen Zug zusammenstellst, da einen nächsten zusammenstellst, da abgibst, dann nächsten zusammenstellst, wieder dahin fährst, oder pop. Also ja, es ist schon ein bisschen hier speziell gemacht mit TSP 2, aber das kennt man ja allgemein von den Szenarios, so, dass sie da teilweise sich irgendwelche die skurrilsten Dinge überlegen, wie irgendein Zug, der da irgendwo liegen geblieben ist, was hätte die Züge irgendwelche Umleitungen auf irgendwelche Gegengleise fahren müssen oder dann plötzlich ICEs über eine S-Bahn-Strecke geleitet werden, was man in der Realität wahrscheinlich nie so machen würde, aber einfach halt eben mit so ein bisschen so Special-Zeug so drin ist, was die Leute da, die das Spiel in dem Spiel so ein bisschen verblüfft und die dann so sind, so, ah krass, jetzt muss ich hier aufpassen wegen der S-Bahn-Strecke und oh, jetzt sagt mein ICE, muss so langsam fahren, weil es eine S-Bahn-Strecke ist, muss ich aufpassen und Gottes wegen. Ja, das macht doch DuffTale Games und also hier DuffTale Games und TSB 2 so ein bisschen aus. Ah, der Kollege nach Dresden, weil die eben auch sehr, sehr casual-freundlich sind. Also die sind eben nicht nur für eingefleischte Eisenbahner, wie ich es dann wahrscheinlich eher bin, geeignet, sondern eben auch für Leute, die sich einfach mal so denken, ey, ich habe mal Bock, meiner Freizeit ein bisschen Zug zu fahren. Deswegen zum Beispiel muss man ja auch die PSP und Siegbar gar nicht anschalten. Die kann man einfach auslassen, wenn man möchte. Sehr so ein bisschen der Reiz des Spiels, würde ich behaupten wollen. Oder wie siehst du das? Ja, ich denke so nicht. Ja, deswegen spiele ich es ja auch im Kanal, die Zugsimulation. Ja, genau. Ich meine, ich schaue da noch mal manchmal ganz zu. Selber fahren, nee. dafür ist mir zu wenig Action drin. Aber das stelle ich mir mal toll vor. Ich setze dich in so einen Zug rein mit SIPA, PCB und allem drum und dran und lass dich dann einfach mal fahren. Mit der Erkenntnis, die du aus den ganzen Folgen bisher gewonnen hast. Du darfst dir vielleicht auch vorher noch die Tutorials von mir ansehen. Ich sag mal, wenn zwei unabhängige Leute in die Kommentare schreiben, dass ich das mal machen soll. Okay. Also ich stell's mir sehr witzig vor, die Folge. Und dann kannst du ja mal sehen, wie gut Tobi in den letzten x-tausend Folgen gefühlt von TSW 2 aufgepasst hat. Also jetzt den 20 Folgen aus diesem Projekt und dann noch den 8 Folgen aus der vorherigen Staffel aufgepasst hat, wie man denn so zu fair und wie gut er es denn so schafft, dann den Zug zu fahren. Das würde mich schon mal interessieren. Ich weiß noch, dass nach einem gelben Signal ein rotes Signal ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Gut, dass das Zeug immer rechts vom Gleis steht. Ja, außer bei Gegengleisfahrten, da steht es links vom Gleis. Habe ich in meinem allerersten TSB 2 Tutorial so gesagt. Ganz am Anfang bei den Signalgrundlagen. Signal steht immer rechts vom Gleis, außer in Gegengleisfahrten, da links vom Gleis. Tja, da sieht man, wie gut er aufgepasst hat, als er das Tutorial nicht gesehen hat. Ihr natürlich habt das Tutorial schon alle gesehen oder schaut sich jetzt natürlich direkt nach der Folge an, ist ja logisch, ne? Einfach mal auf dem Kanal nachschauen oder ich vergesse es nicht und verlinke es tatsächlich irgendwo auf die Playlist mit den TSB 2 Tutorials. Er wird es vergessen. Aber da kommen demnächst dann auch tatsächlich auch die Tutorials zu SIPA, für SIPA und PCB sowie zu AFB und und LZB. Wie gesagt, die Scripts sind beide fertig geschrieben und ich habe auch schon die ersten so Einblendungen fertiggestellt. Ich muss jetzt nur noch so ein paar Aufnahmen hier in-game noch machen. Dann mich mal hinsetzen, das Ganze einsprechen, zusammenschneiden und sollte das irgendwann kommen. Also, ja,
aktuell ist gerade ein bisschen busy, wird auch dann wieder mal Juni ein bisschen busy, aber ich hoffe, dass ich es vielleicht so nach Ostern oder so hinbekomme. Das wäre ganz hilfreich. Also beziehungsweise sollte ich da auch ein bisschen mehr Zeit wieder haben nach Ostern. Deswegen. So, jetzt sind wir ja auch schon im Zeithainer Bogendreieck. Da haben wir hier mal die Strecke aus Jüterbog, der hier mal auf das dritte Gleis wieder abzweigt. Das ist ja ganz kurz hier, dass hier mal auf unser Gleis einmündet, dann wieder zurückzweigt, weil dieses Walchenwärterhäuschen da steht, wo eigentlich das dritte Gleis verlaufen musste. Deswegen ist ja mal ganz kurz zweites und drittes Gleis zusammengepasst, aber kannst du nicht machen. Ne? Außer das Häuschen abreißen. Ne? Das hat noch niemand gewagt. Weil, soweit ich weiß, ist er auch nicht mehr bahnbetriebstechnisch relevant, da sitzt niemand mehr drauf. Auf dem Weichenwärterhäuschen. Das ist, ja, ohne Bedeutung. So, dann sind wir ja auch schon auf dem Weg Richtung Riesa-Elbe-Brücke. So, die 80 km/h, das ist relativ wenig, und sind 70, die wir eh als Restriktion haben. Deswegen. So, dann sind wir auch schon gleich in Riesa, noch im Rangierbahnhof von Riesa, der ist dann auch nicht mehr weit. Der ist hier direkt dahinter. Deswegen. So, es fällt dir noch kurz irgendwas ein, was man da kurz erzählen könnte? Nö, nicht wirklich. So, blinkende gelbe Signal, das sind für alle, die das HL-Signal kennen, 40 km/h oder 60 km/h, je nachdem, es kommt auf die Örtlichkeit drauf an. Das ist aber schon ein Unterschied. Ja, 40 oder 60 km/h, deswegen sage ich ja auch zum Beispiel in meinem Tutorial zur Dingens zum HL-Signal, richtig, sage ich nämlich auch. Realität müssen wir im Buchfahrplan reinspicken, ob da jetzt steht, dass man jetzt 60 oder 40 km/h behaupten sollte. Ansonsten, wenn man hier ein TSW 2 ist und keine Ahnung hat, dann muss man eben zweifelsfrei immer auf 40 km/h runterbremsen und irgendwann weiß man das dann eben. Übrigens, für alle, die sich gerade gefragt haben, da war gerade eine Geschwindigkeitsvoranzeigertafel mit einer 2 drauf, die ich nicht bestätigt habe. Aus dem einfachen Grund, weil da war noch ein Pfeil drauf nach links und das ist für die Züge, die nach links abbiegen wollen, auf die Strecke in Richtung Chemnitz und das betrifft uns ja nicht. Weil die Ausfahrt hier in Richtung Chemnitz ist tatsächlich nur mit 20 km/h gestattet. Das betrifft uns aber nicht. Wir fahren nämlich hier in Richtung Leipzig nämlich weiter. Hier haben wir nochmal das Schild mit diesem Linkspfeil. Wir bestätigen aber hier unsere 40 km/h und das anzutreffende rote Signal. Das ist gerade, kann ich würde hier, ist die Strecke, da geht es ab nach Chemnitz, aber die Ausfahrt ist nur mit 20 km/h gestattet da. Deswegen, so. Dann fangen wir schon mal langsam an zu bremsen hier. Oh, wieder Sonnenschein, es hat jetzt nie geregnet, ne? So, ja, da haben wir einen schönen Autozug hier stehen. Wir wechseln ja auch auf die Region, also daher. Ja, wir sind 5 Kilometer gefahren, Tobi, das ist ein ganz krasser Unterschied regional. Ja, kann schon sein. Also ich meine, ich hatte schon, dass ich mit dem Fahrrad einfach nur 5 Kilometer gefahren bin, dann war ich nicht mehr im Regen. Hm. Aber auch schön, hier überall genau das gleiche weiße Auto. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Models angefertigt. Wahrscheinlich auch Rohmodelle. Ja, ja. Sind aber noch nicht angesprüht. Ja, richtig. Ich brauche noch alle im Lack. Ein Stück. Ja, okay, gut. Hat gereicht. Die 4 Meter Distanz hat er angenommen. Gute Arbeit. Damit sind all ihre Aufgaben an diesem Morgen abgeschlossen. Ja, Mittagspause. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Das würde mich brennend interessieren. Was mir nur gerade auffällt, ist, dass ich die ganz Rückweg jetzt mit Scheibenwischern gefahren bin, obwohl es nicht mehr geregnet hat. Egal. Ja, die Scheibenwischer werden es geliebt haben, über eine trockene Scheibe zu kratzen. So, 6600 Punkte.
Ich glaube, die Goldmedaille waren 7200 oder so, also die haben wir nicht erreicht. Aber gut, das ist auch nicht schlimm. Wir sind wohlbehütet angekommen. Ja, das ist ein sehr interessantes Spektrum hier, wie wir mit der Rangierlok gefahren sind. Das ist sehr interessant anzusehen. Aber ja, ich würde sagen, ich habe mich doch recht wacker geschlagen. Das einzig Problematische war dann nur die Bekanntschaft mit dem Prellbock bei 12 km/h, weil die hat echt wehgetan. Der Lok und mir. Oder beim Tobi Verwirrung gestiftet. Aber. Er hat es seelisch wehgetan. Ja. Und Roleplay-technisch auch. Deswegen, nee. Ich habe mich recht wacker geschlagen, würde ich behaupten wollen. Behauptet gerne in den Kommentaren was Oh anderes. ja. Rügt mich, wenn ihr meint, dass ich komplett beschissen gefahren bin. Ist in Und wenn Ordnung. ihr eine Folge haben wollt, wo ich fahre, beziehungsweise es probiere, Schreibt's gerne dann schreibt auch rein. in die Kommentare. Wenn ihr das natürlich reinschreibt, dann ist es natürlich einfacher, Tobi davon zu überzeugen. Ansonsten muss ich halt eben ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass irgendwann mal eine Special-Folge kommt, in der Tobi tatsächlich auch hier in TSW 2 fährt. Oh nein, auf was habe ich mich denn nur eingelassen? Das wird sehr interessant. Könnt ihr jetzt noch ein bisschen was spoilern? Mache ich das? Mache ich das Nee, nicht? na, wobei. Ja, ich kann aber mal kurz anmerken, dass ich überlege, demnächst bald irgendwann mal in Zusi 3 einzusteigen. Das ist ein Zugsimulator, der auch von echten Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Realität als Zugsimulator genutzt wird, um herangehende Triebfahrzeugführer und Triebfahrzeugführerinnen zu schulen, halt eben. Also der ist nochmal bei weitem realistischer als hier TSW 2. Ihr wisst ja, ich mecker gern mal über TSW 2, dass da Sachen vergessen wurden oder dass die faul waren oder irgendwas. Was bei Zusi 3 aber keineswegs der Fall ist, weil da sind alle Zugsicherungssysteme Richtung gesetzt, auch mehr Zugsicherungssysteme. Es gibt eine größere Zugwahl und man hat für den doch recht guten, also recht ordentlichen Preis von 60 Euro tatsächlich, hat man aber auch direkt 10 Bahnstrecken dabei. Deswegen im Gegensatz zu TSW 2, wo man 3 Bahnstrecken hat und dann für ein Vermögen und 3 Leben sich noch alle DLCs kaufen kann. Deswegen, ja, ich glaube, alle DLCs zusammen kosten über 1000 Euro oder so, weil das ist What the? krank. Ja. Du musst da bedenken, also ich besitze neben dem Hauptspiel 3 deutsche DLCs, Es gibt ja noch ganz andere, oder was? die alle 3 im Grundpreis 30 Euro kostet. Also jedes Strecken-DLC kostet eigentlich 30 Euro. Dann gibt's, ich würde mal schätzen wollen, neben den 3 DLCs, die ich habe, noch 6, 7 andere deutsche DLCs. Ich weiß von, es gibt das, also in der Schweiz gibt es zwei, für die Schweiz gibt es zwei DLCs, einmal das Cura Arosa DLC, wo man zu einer Schmalspur Elektrolok fährt. Dann geht's ganz neu, kam das Ui. DLC S-Bahn Zentralschweiz von Luzern nach Sursee raus. Wobei ich sagen muss, also für 30 Euro gibt man da eine sehr, sehr kurze Strecke tatsächlich nur und auch nur einen einzigen Zug. Also einen Zug und eine recht sehr, sehr kurze Strecke für den Preis. Das finde ich echt ein bisschen happig. Aber dafür als neues Zugsicherungssystem die ETCS. Dann gibt es noch einige amerikanische Strecken. Es gibt einen Haufen britische Strecken, weil das ist auch ein britischer Entwickler. Also gibt es wirklich einen guten Haufen britische Strecken. Es gibt auch ein oder zwei französische Hochgeschwindigkeitsstrecken für den TGV. Also bei der einen Hochgeschwindigkeitsstrecke ist der TGV Duplex dabei. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es noch eine zweite gibt oder ob die nur angekündigt wurde sofort. Also es gibt da schon eine Heidenmenge an Strecken. Also selbst alle deutschen Strecken zusammen würden 300 Euro kosten, würde ich mal kurz überschlagen so. Und dann Ja, noch. also ich sag mal, 300 Na Euro gut, kriegst du in 300 Star Euro ist vielleicht Citizen ein ganz bisschen gutes viel, aber so Schiff, ne? 250 würde ich behaupten wollen. Mal. In Star Citizen kriegst du für 300 Euro ein ganz gutes Schiff. Ja, nett. Und dazu kommt ja auch noch, es gibt auch noch Fahrzeug-DLCs. Es gibt auch noch DLCs mit einzelnen Fahrzeugen. Also zum Beispiel hier auf Du, der in Star Dresden. Citizen kannst du auch ein Fahrzeug kaufen und das kostet, hast du auch einen Taui weg.
Aber weil zum Beispiel ein ganz berühmtes für deutsche Karten ist halt eben das BR101 DLC, bei der man die Baureihe 101 und Intercity-Wagen bekommt und mit der man dann auf den unterschiedlichsten Maps auch hier auf der Dresden-Rieser Intercity-Szenarien machen kann. Was ich hier aber auf der Dresden-Rieser echt nicht gut finde, weil hier seit einigen Jahren schon Twindex IC2 fahren und keine IC1-Garnituren mehr mit 101ern. Gut, genauso wie hier auch noch nie einen ICE3 fuhr, den wir ja auch hier schon gefahren sind auf der Strecke, aber egal. Deswegen aber, es gibt da noch einiges auch an Content, den man sich hier kaufen kann. Und du kannst wirklich, wie ich gerade meinte, ein Vermögen und drei Leben kannst du wirklich bezahlen, um halt eben hier alle DLCs zu besitzen, ne? Und dann gibt es auch noch solche DLCs, halt eben wie das S-Bahn Leipzig DLC, die halt echt misslungen sind, zum Beispiel. Deswegen, gut, das habe ich aber auch im Sale für 10 Euro gekauft, ne? Deswegen. Ah gut, das war jetzt nochmal ein ganz schön langer Talk jetzt hinten dran. Da seht ihr es nochmal ein bisschen. Aber ja, worauf ich hinaus wollte, ist, also wenn ich dann Zusi habe, also Tobi dann da reinzusetzen, ich glaube, das wird nochmal ein anderes Level von, weil das ist noch ein bisschen krasser, realistischer, logischerweise, wenn das echte Eisbahnverkehrsunternehmen halt eben für die Lokführerschulung benutzen. Deswegen, ja. Aber das habe ich vor, mitzuholen, vielleicht zum Geburtstag zu wünschen, wie auch immer. Deswegen, vielleicht wird es da im Laufe des Jahres vielleicht auch nochmal einen Let's Play zu geben, wenn ich das Spiel dann geholt habe irgendwie mal oder bekommen habe, je nachdem, und mich dann ein bisschen reingespielt habe und weiß, wie das da alles funktioniert. Lust hätte ich drauf. Und vielleicht können wir da Tobi auch quälen. Aber gut, in dem Nee, Sinne, danke fürs nee. Zusehen und bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss! Jo, tschüss.